Hakuna, mein Tata, meine Freunde und sein herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Goat Games. Wir müssen gerade echt ein bisschen aufpassen. Dort hinten haben wir einen Allosaurus. Wir sind noch ordentlich angefrackt von den Raptoren. Oh, schon ein bisschen was phrasen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich wirklich alles hier lassen soll oder ob es nicht vielleicht doch noch einen Weg gibt. Da hinten, da weiß ich nicht, ob ich da war. Ich habe jetzt gerade wirklich ein bisschen Angst, hier rumzulaufen, aber ich mache das jetzt einfach mal. Hier nochmal hier nach unten. Das ist so die letzte Sache, die ich mir nochmal anschaue. Danach gehe ich einfach in das Bettchen und ciao, Kakao. Ich habe hier noch 3 Level, die ich reinhauen kann. Gehen wir mal ganz kurz hier. Wupp. Ein paar Level, damit ich einfach schneller bin. Okay, der Allosaurus ist hinter uns. Und hier könnte es nach oben gehen. Das ist mir beim Schneiden aufgefallen. Aber ich glaube, so wirklich weiter komme ich hier nicht. Es wäre schön, wenn, aber wir schauen uns das erstmal an. Oh. Okay, wir sind schon mal eine Ebene nach oben gekommen, aber das war es jetzt auch schon wieder, ne? Ja, das war es auch schon wieder. Es gibt einfach keinen Weg nach oben. Das ist so krank, Muchachos. Wir müssen uns wirklich einfach in das Bett schmeißen und dann sind wir wieder sozusagen bei Null. Wir haben die letzte komplette Folge verkackert und ja, haben kein bisschen Metall gefunden. Das ist scheinbar wirklich ein ganz großes Problem hier in der Steppe und deswegen bin ich auch am Überlegen. Ich weiß, ich würde mich noch weiter zurückkatapultieren. Aber habe ich hier überhaupt die Chance, mich gut aufzubauen? Ich glaube nicht. Dafür habe ich einfach viel zu wenig Metall. Ich würde sagen, wir haben jetzt einen Plan B. Der Plan B besagt, dass wir jetzt erstmal alle Sachen hier in eine Kiste packen. Wenn Deko irgendwann nach hier unten kommen sollte, sagen wir nur sollte, und die Sachen hier findet, er kommt eh nicht hoch. Das heißt, beklaut hat er mich in dem Fall nicht. Scheiße, meine Kryokapsel muss ich dann auch hier lassen. Da muss ich meinen Ziegenmann eiskalt da lassen. Oh, shit. Okay, das ist ziemlich kacke. Ja, da muss ich eiskalt meinen Ziegenmann da lassen. Na gut, ist jetzt so. Bevor ich mich hier hocharbeite. Ich kann die Kryokapsel ja irgendwann nochmal wiederholen. Aber das geht ja erst, wenn ich die... Entschuldigung, wenn ich die... wie heißt das Ding nochmal? Kletterhaken, auf jeden Fall diese Sache da ranhole. So, wir haben nichts mehr. Wir haben keine Werkzeuge, niente nada. Deswegen kurz Fasern. Kein Holz und kein Stroh. Echt nicht? Dein Ernst? Okay, also jetzt irgendwas zerkloppen. Kurz schauen, ob hier wieder ein Allo ist, der uns anmachen möchte. So, putz. Damit wir uns erstmal wieder... Können wir noch nicht? Was brauchen wir denn dafür? Hallo? Ach so. Ah, Steine, was ist das? Ich habe ja sogar meine Metall-Pickaxe habe ich ja verloren. Digga, also noch schlimmer geht's wohl gar nicht. So, Stein, Stein, Stein. Wieso sammelt er keinen Stein ein? Sonst hatte ich doch gar keine Probleme damit. Hallo? Stein? Stein? Ich brauche nur einen einzigen Stein, dann geht's doch schon wieder weiter. Ich bitte dich. Wenn ich dagegen haue, kriege ich... Nee. Okay, weiter. Hier erstmal rumlaufen. Hier müssen wir aufpassen. Hier waren irgendwo... Ah, los. Warum rennt der weg? Wird er verfolgt? Nee, sieht gut aus. Digga, jetzt habe ich echt Probleme, Stein zu finden. Leute! Na, 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 na. Ich kann gerade nichts anderes machen. Ich muss ja irgendwie an meine Ressourcen rankommen. Ich muss ja irgendwie Holz herstellen. Das hat mich so mega zurückgeworfen. Nur diese blöde Suche nach Metall. Das war echt böse. Wieso kann ich das nicht einsammeln? Oh, shit. Oh, shit. Nein. Oh. Oh, outrun, bitch. Outrun. Wo sind meine Raptoren? Schnell. Kommt, 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 kommt. Save mein Ass! Tötet ihn! Oh mein Gott, ey. Digga, ich komme einfach nicht voran! Ich brauche jetzt Stein! Es kann doch nicht... Ganz ehrlich, drastische Maßnahmen jetzt. Ich komme ja sonst nicht voran. Wir haben 2. Lass mich da durch. Hallo? Was ist denn jetzt hier los? Wieso komme ich da nicht mehr durch?
Hallo? Ist der... Ist die Ziege hier im Weg? Warte, komm mal hier rüber, Ziege. So. Ich hoffe, das war's. Oh, zum Glück. Okay, drastische Maßnahmen. Mitnehmen, was? Abreißen. Dadurch kriegen wir Stein. Dass ich eiskalt meinen Ofen abreißen muss, um Stein zu kriegen. Aber nun gut. Was brauchen wir jetzt für die Werkbank? Wir brauchen nur noch Holz. Sonst haben wir alles. Geil. Okay. Weil, bevor ich hier abhaue, Muchachos, wir müssen hier wirklich weg. Langfristig ist das hier einfach scheiße. Bevor ich aber abhaue, möchte ich gerne, dass meine Raptoren einen Sattel haben. Digga, zwei Holz. Willst du mich verarschen? Den kann ich auch nochmal kurz alles weghauen. Das ist gar kein Problem. Wir wandern also aus. Wir wandern, denke ich mal, in Richtung... Richtung Dschungel. Dschungel klingt, glaube ich, ganz geil. Ich will nicht wieder zurück zu den Small Islands. Da gibt es einfach nichts zu holen. Ich hatte hier wirklich geile Pläne. Aber dadurch, dass man da unten direkt lost ist, wusste ich einfach nicht. Muss ich hier weg? Ich habe Probleme dann mit Wasser. Warum kann das hier nicht gesetzt werden? Kann ich das einfach... Ich glaube, ich baue draußen nochmal eine Foundation, obwohl... Der muss eigentlich auch weg, ne? Den muss ich mal eben weghauen. Tut mir leid, Mr. Ziege. Du kommst jetzt einfach mal dahin und dann sollten wir hier... Ist jetzt echt super blöd hier. Oh. So müssen wir es jetzt erstmal machen. Sieht super scheiße aus. Aber Hauptsache ist Raptor-Sattel. Hallo? Raptor? Raptor-Sattel. Holzfasern. 110 Leder. Sollte aber eigentlich alles kein Problem sein, bis auf das Holz. Und das holen wir uns jetzt. Und dann sage ich, ciao Kakao, ist auch gerade ziemlich dunkel. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn es Nacht ist, hier durch die Steppe zu ziehen. Und das Ding ist, ich muss eiskalt meine Ziege hier lassen. Ich lasse hier super viele Beeren drin, verstecke sie vielleicht da hinten irgendwo in der Ecke und hoffe einfach, dass Deko die nicht erwischt. Vielleicht da oben einfach. Das könnte ich machen. Muss ich mal überlegen gleich. So, einfach jetzt nochmal alles hier reinhauen, was ich an Holz da habe. Fasern und... Wir haben ja kein Leder mehr. Dann brauche ich jetzt erstmal wieder eine Bola. Dann brauche ich doch wieder ein bisschen davon. Fasern brauche ich auch. Bola 2, dann brauche ich wieder den. Dann brauche ich einen Feuerstein und wieder Holz. Okay, oh mein Gott, Leute. Ja... Zurück in die Steinzeit haben wir uns versetzt dadurch. Leider. Also nochmal einmal Metall ranholen. Einmal Holz, sorry. Und dann dürften wir auch wieder jagen gehen können. Zwei Bolas haben wir, falls der Raptor jetzt gleich wieder an unsere Nüsse möchte. Kurz zurückspringen. So, ja, das sieht gut aus. Jetzt können wir uns erstmal hier diese Spitzhacke machen. Und wenn wir die Spitzhacke haben, können wir... Habe ich die schon? Die habe ich sogar schon. Jetzt können wir Feuerstein uns klar machen. Und mit Feuerstein holen wir uns jetzt Speere. Drei reichen. Sollte klar gehen. Wieder Level up. Gehen wir nochmal auf Gesundheit. Level 46 schon. Und jetzt wird es echt dunkel. Ich bin am überlegen, ob ich mir eine Fackel hole. Aber erstmal kämpfen. Den Raptoren brauche ich gar nicht klatschen, weil... Alter, sieht das geil aus. Weil er ja nur Electronics, ja? Electronics gibt er, glaube ich, nur. Gut. In dein Gesicht. Bam, bam. Obwohl, gibt ein Känguru nicht nur Pelz? Ich glaube, Pelz und Leder, oder? Sehr schön. Alter, Level 74. Da muss ich schnell sein. Töten. Töten. Schneller. Komm. Es blutet schon, ordentlich. Aber die Bola hält nicht mehr lange. Nein. Jagen! Ja, komm hier, komm zurück. Komm zu Papa hier, komm zu Daddy. Ja, häng da fest. Ah! Okay, das Ding ist weg. Scheiße, Mann! Kacke! Oh, jetzt brauche ich hier eine Fackel. Ich muss hier irgendwas jetzt platt machen. Sonst habe ich ein Problem. Du bist dran. Tut mir leid, Ziege. Es tut mir leid.
Ja, aber ich brauche leider dein Leder. Leder, yes. Ja, jetzt hätten wir schon mal einen Raptor-Sattel. Ich glaube, einer sollte auch reichen. Scheiße, wie viel Leder gibt der denn? Geil! Okay, wir haben richtig, richtig viel Fleisch. Und wir haben es jetzt leider auch richtig, richtig dunkel. Ich brauche jetzt scheinbar eine Fackel. Sonst seht ihr ja gar nichts. Gamma-Einstellungen sind verboten, meine Freunde. Für euch mache ich das jetzt mal eben. Fackel. So, Standfackel. Das Ding ist, wir können... Obwohl, eine Fackel können wir doch sofort bauen. Herstellung, ja. Das Ding ist ja, wir bleiben nicht lange in dieser Base. Das heißt, wenn er uns jetzt scouten sollte... Was soll's? Was soll's? Können wir easy abbauen. So, dann ziehen wir mal los. Raptor-Sattel sollten wir jetzt gleich haben. Zwei Stück an der Zahl. Leider müssen wir jetzt unsere Ziege daheim lassen, weil wir den Kryoball ja auch da unten haben. Aber nun ja. Haben wir uns so eingebrockt, ne? Sagen wir mal so. So, kurz die Fackel ausmachen. Hier alles reinhauen, was geht. Achso, Holz! Holz brauche ich auch noch. Raptor. Hallo? Sonstiges? Stellt man das... Ach, das stellt man noch in der Hand her. Digga, warum habe ich denn jetzt hier überhaupt eine Werkbank hingebaut? Ich bitte dich. Das war ja richtig dämlich. Holz 20. Okay, also brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Holz. Ich werde jetzt noch mal kurz die Fackel anmachen. Und wir holen uns auf jeden Fall noch die Lederrüstung. Deswegen ein Raptor-Sattel muss reichen. Batz, batz. Ja. Wieder Lagerfeuer. Was heißt Lagerfeuer? Wieder die Fackel. Und bei Nacht kann man die Loot-Dinger ja richtig geil sehen. Da haben wir was Rotes, aber ich glaube, was Rotes können wir... ich glaube, können wir gar nicht mitnehmen. So, wir ziehen weiter. Raptor-Sattel jetzt in der Hand mit dem ganzen Leder. Und dann noch ein bisschen Fasern sammeln für die Rüstung. So. Raptor. Ja. Und jetzt diese ganze Rüstung. Leder. Batz, batz, batz. Geht alles klar. Geil. Super. Ja. War schön. Erste Base. War sehr, sehr schön mit dir. Vergammeltes Fleisch nehmen wir mit. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen was rein. Damit wir was mitnehmen können. Hose. Kopf. Torso. Schuhe und Hand. Dann sind wir wieder ein bisschen besser aufgestellt wie ganz am Anfang. Das war ja wirklich ziemlich Käse. Zwei Level nochmal. Jetzt sind wir auf 130. Da brauchen wir jetzt nichts mehr rein investieren. Und dann gehen wir nochmal auf Resistenz. Können wir eigentlich schon irgendwas Cooles lernen? Wenn ich irgendwas brauche, dann werde ich mir da was holen. Die Frage ist jetzt, es kann ja sein, dass Deko Eisgeld schon vor der Tür steht. Obwohl, nee, ich habe meine Raptoren da. Da fühle ich mich relativ sicher. Wir reiten natürlich den 73er. 9 Level. Ich glaube, ein bisschen auf Gewicht muss ich gehen. Leben, Gewicht, noch mehr Leben und noch mehr Leben. Kann er mich mitnehmen? Jawohl! Okay, Leute, wir können los. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, mich hält nichts mehr hier. Komplett gar nichts. Außer die Ziege. Die hole ich dann irgendwann nochmal. Ziege, ich werde dich holen, sobald ich die Kletterpickel habe. Digga, bei Nacht jetzt, ne? Bei Nacht jetzt. Ciao! So, wir ziehen jetzt in den Norden. In die Richtung müssen wir. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht in Alus reinlaufen. Dann haben wir nämlich eine dicke, fette Problem. Und ich würde sagen, da haben wir noch mal ein paar Fasern. So. Fasern gesammelt. Ich sehe nichts mehr. So. Ein Level up. Nochmal auf Gesundheit. Ich habe auch ein Level, oder? Ja, da gehen wir auch nochmal auf Gesundheit. Und weiter geht's. Kra, kra, kra. Wir brauchen noch Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Was fehlt uns? Feuerstein. Okay, Feuerstein können wir uns kurz hier ranholen. Da. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber mich hält einfach nichts mehr hier.
Die eine Sache hat mich so zurückgeworfen. Langfristig werde ich hier kein Metall finden. Ich glaube, das ist einfach eine kluge Lösung. Go, go, go! Nur aufpassen, dass wir jetzt keinen Allosaurus begegnen. Und ich habe sogar noch 10 Minuten Zeit. Das ist schon mal sehr geil. Wir können jetzt also noch 10 Minuten unser neues Zuhause suchen. Hallo! Ab nach oben. Alter, wenn ich noch so ein Loot-Ding da mitnehmen kann, wäre natürlich auch affengeil. Was ist das? Okay, das ist irgend so ein Tech-Ding. Ich könnte natürlich... Oh nein, wo ist mein anderer Raptor? Habe ich den jetzt schon verloren? Please! Der muss doch nur hinterherlaufen. Was ist sein scheiß Problem? Habe ich den hier irgendwo verloren? Ah, ja, ist er. Okay. Bitte besser hier folgen, ne? Ich bitte euch. Folgeabstand kurz könnte ich noch machen. Aber es passt erstmal. Ab und zu nach hinten schauen, dann sollte das klar gehen. Ich könnte hier natürlich YOLO-mäßig auch nochmal nach Deko schauen. Was ist denn hier eigentlich? Das wäre ein Hase oder so. Wir machen mal kurz die Fackel aus. Also man erkennt ja schon was. Komm, wir rennen hier einfach mal rein. Jazzi! Hallo? Laufe ich noch in die richtige Richtung? Ja, so halb. Ich wäre eigentlich in den Norden. Hallo? Hallo? Okay, Doedicus haben wir hinten, Ankylo. Digga, wir sind richtig weit oben. Hier müsste ich mir jetzt ganz kurz mal die Welt anschauen. Von irgendeinem Abgrund. Ich glaube, hier ist ganz gut. Beide Raptoren sind noch da. Sehe ich hier irgendwas? Nee, keine bösen Dinos. Kann sein, dass ich da meine Base hatte? Kommt mir so vor, als wäre ich hier gerade irgendwie so einen Bogen gelaufen. Nun gut. Erstmal weiterziehen. Wir schauen nochmal, ob wir richtig gehen. Ja, das ist der Norden. Und im Norden ist der Dschungel. Deswegen gehe ich da hin. Zwei Raptoren habe ich noch am Start. Ab und zu sollte ich jagen gehen. Oh nein, ich habe jetzt mein Fleisch vergessen. Shit! Was ist da? Dieses rot leuchtende, das könnte ein Allo sein. Deswegen... Das ist ein Allo. Oder? Ja, das ist ein Allo! Back, 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 back! Okay. Wir gehen außen rum. Hier lang. Digga, sieht das geil aus. Alter, das ist natürlich eine geile Steppe, ne? Und da hinten beginnt, glaube ich, dann der Dschungel. Okay. War schön hier. Ciao, Kakao. Putz. Das hat gut funktioniert. Das ist ja auch kein Bug-Abusing oder so. Das kennt man einfach. Vorher absteigen. Alles gut. Oh, da haben wir diese neuen Dinos. Ich glaube, die könnten wir mal klatschen. Level 8, jawohl. Tötet ihn. Putz, 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 putz. Jagen, jagen, jagen. Okay. Abgeerntet. Kommt mal mit hier. Equus lassen wir mal leben. Das war aber auch echt eine geile Sicht von da oben. Lila, können wir lila Loot Crates öffnen, ist jetzt die Frage. Ich glaube, nein. Wieder ein Raptor. Nein. Tötet ihn. Tötet ihn. Alter, Digga, eiskalt vom Mount gekickt oder was? Tschüss. Okay, wir ziehen weiter. Einfach Richtung lila Loot Crate. Ja. Go, go, go. Oh, da haben wir T-Rex. Oh mein Gott. Okay, das gefällt mir hier. Einfach von der Seite, oder was? Digga, was ist er? Was erlaubt er sich? Warum zieht das noch so nach? Blutung, die null Damage macht. Okay. Da hinten haben wir auch noch... Oh, ein T-Rex. Das ist hier aber auch eine krasse Grenze, ne? Da musst du auch erstmal irgendwie drauf klarkommen. Wenn der T-Rex gleich hinter uns her ist, dann haben wir ein Problem. Erstmal machen wir den aber nochmal platt hier. Jawohl, ist er down.
Da haben wir den T-Rex. Schnell außen rum. Schnell, schnell, schnell. Hier können wir auch die Fackel wieder anhauen. Ja, ist da hinten. Leute! Oh, das ist so intens hier, wenn man nicht sterben darf. Okay. Hier scheint so eine natürliche Barriere zu sein. Ich hoffe, dass ich da hinten irgendwo hochkomme, sonst habe ich das gleiche Problem. Aber erstmal droppen. Absteigen. Und wir können wieder reiten. Jawohl, das hat gut funktioniert. So, können wir den lilanen Job öffnen, ist jetzt die Frage. Erstmal um und schauen. Ja, sieht alles safe aus. Ganz viele Dodos. Okay, ich habe jetzt natürlich noch keinen Ziegenmann gezähmt. Folge 10 kommt immer näher. Das dürfte jetzt hier Folge 4 sein. 6 Folgen hätte ich noch. Dürfte also klar gehen. Puh, also ich bin jetzt Level 40, glaube ich. Ne? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, ich bin noch zu low-levelig. Deswegen nehmen wir nochmal hier alles mit, was geht. Ne? Oh, oh, aufpassen, Piranhas vielleicht. Einfach durchspringen, komm. Na 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 na. Und wir sind auf der anderen Seite. Okay, können wir den Drop öffnen, meine Freunde? Können wir es? Die Ark-Profis wissen eh schon Bescheid. Ja oder nein? Und geil! Morella-Top-Sattel, Bauplan, Lehmwand, scheiße ist das. Ich dachte, da wäre geileres Zeug drin. Aber wir konnten das schon mal öffnen, ne? Das ist ja das, was zählt. So, jetzt irgendwie hier reinkommen. Ich dachte gerade schon, das wäre ein Lagerfeuer und Deko wäre auch hier. Und wir müssen natürlich auch... Ach so, unser Bett steht ja noch. Wenn wir irgendwann also sicher aufgebaut sind, können wir... Und einen schnellen Dino haben, können wir da irgendwie rüber switchen. Das sollten wir vielleicht hinkriegen. Wobei man ja auch nicht mit Dino rüber switchen kann, ne? Schauen wir mal. Wir lassen den erstmal da. Oh, aufpassen. Da waren gerade Bienen. Und jetzt muss ich nur noch hier nach oben kommen. Dann sage ich, herzlich willkommen im neuen Biom. Alter, was ist das denn für ein fetter Fisch? Ui. Natürlich sind hier auch neue Gefahren im Wald. Wer weiß, welche Dinos hier wohnen. Aber sobald ich Metall finde, müsste ich mich eigentlich genau... Oh, Biber. Biber! Müsste ich mich genau dort ansiedeln. Okay, das heißt, hier müsste es dann auch noch genug Lehm geben. Oh ja, Biberdämme, sehr geil. Okay, damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Ja, okay. Ich glaube, hier oben sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich sollte auf jeden Fall so am Waldrand meine Base bauen, weil ich ja nicht weiß, welche komischen Ungeheuer in dem Wald wohnen. Und ich glaube, hier wäre eigentlich bombastisch. Wenn ich hier jetzt Metall finde, wäre das 1A. Wäre natürlich so genau eine Route, wo man langläuft. Und guck mal, da kommen wir her. Was wir für Strapazen auf uns genommen haben jetzt auf den kurzen Weg. Das hier Metall? Nee, das ist alles kein Metall. Ich klopf gleich mal einfach so YOLO-mäßig drauf. Vielleicht erkennt man das ja einfach nicht so gut. Nee, okay, ist ein normaler Stein. Dann bitte einmal wieder die Fackel. Ah! Ist das Metall? Das sieht so komisch aus. Oh oh. Aber da haben wir Metall, ja. Komm! Alter, 79! Oh mein Gott! 3 Stück! Töten! Fuck, 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 fuck! Ja. Nein, die Folge ist vorbei. Ich habe gerade eiskalt 2 Raptoren verloren. Ich darf den nicht verlieren, Muchachos. Ich muss jetzt noch schnell abhauen und dann beende ich hier die Folge. Nein! Die waren aber zu low-levelig. Nicht genügend Ausdauer. Bin ich hier erstmal safe? Ich hoffe. Nein, bin ich nicht! Oh, shit, boys. Shit. Ja, fickt jetzt mit den Bibern. Los. Habe ich das gut gemacht? Ja, ich hab's geschafft.
Oh mein Gott, abgelenkt. Zwei Raptoren verloren, neue Base. Hier beginnt jetzt das neue Abenteuer. Muchachos, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, bis dann. Reingehauen.